Hey Leute und herzlich willkommen bei Ansu Monogatari. Ich bin Anne und das hier ist mein Storytime-Format, in dem ich euch Geschichten aus Japan erzähle, bei denen ich leider nicht die Kamera dabei hatte. Es ist lange her, dass ich ein Video für dieses Format aufgenommen habe. Es ist so lange her, dass es die Abstimmung in der Infokarte, die ich am Ende des Formats immer genutzt habe, einfach nicht mehr gibt. Es sind, glaube ich, fast 2 Jahre. Um ganz genau zu sein, sind es 1 Jahr, 10 Monate und 1 Tag. Ich hatte schon länger im Kopf, dieses Format wiederzubeleben und nachdem unter dem letzten Video explizit 2 Leute danach gefragt haben, dachte ich mir, okay, das ist ein Zeichen und ich nehme jetzt mal die nächste Folge endlich auf. Allerdings, wie erwähnt, funktioniert ja die Abstimmungsfunktion nicht mehr. Und ja, das geht so weit, dass ich nicht mehr die Ergebnisse von der damaligen Abstimmung einsehen kann. Und deswegen war ich so ein bisschen lost, welches der beiden Themen, die ich euch vorgeschlagen habe, ich jetzt nehmen soll. Aber ich habe einfach das ausgewählt, was ich persönlich spannender fand. Und der Titel der heutigen Geschichte lautet, wie wir Göttergaben an einem Tempel geschenkt bekommen haben. Die Geschichte spielte sich damals im Dezember während meines Auslandsjahres ab. Das heißt, ich war gerade mal so 2 oder 3 Monate in Japan. Und ich bin mit 2 anderen Austauschstudenten und einer japanischen Freundin von uns einfach ein bisschen spazieren gegangen durch so ein paar Wohngebiete und so. Und naja, es war Dezember, also Winter. Und im Winter ist es in Japan super früh dunkel. Und wir hatten eh nichts Großartiges geplant und meine Kamera hätte im Dunkeln eh keine guten Aufnahmen machen können. Also dachte ich mir, ach, du musst nicht immer die Kamera dabei haben. Wir sind dann erst an so einem Schrein vorbeigekommen, dann weitergegangen durch so ein paar hügelige Wohngebiete und irgendwann standen wir dann ganz plötzlich vor einem Tempel, den wir auch irgendwie nicht erwartet haben. Und ja, das war auch überhaupt nicht geplant und wir standen einfach erstmal da, haben uns ein bisschen angeguckt und uns halt unterhalten. Nichts Besonderes und auf einmal kam aus dem Haus gegenüber der Mönch von dem Tempel zu uns, auf uns zugerannt und hat angefangen mit uns zu erzählen, vor allen Dingen natürlich mit der japanischen Freundin und uns dann auch in den Tempel hineingebeten. Er hat dann auch gesagt, dass wir uns gerne den Altar anschauen dürfen und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich so nah von diesem Altar stand und total überwältigt war, wie detailliert das alles gemacht war und ja, ich glaube, ich stand auch nie wieder so nah an einem Altar in einem Tempel, also das war schon super beeindruckend an sich, so diese Sache. Der Mensch hat dann noch ein bisschen mit uns erzählt und auch erwähnt, dass gleich ein Mann vorbeikommen würde, der einen Ablauf einer besonderen Zeremonie üben würde und bei ihm lernen würde. Und dann hat einer der Austauschstudenten, mit dem wir unterwegs waren, den Mensch ganz höflich gefragt, ob wir denn bei dieser Übung dabei sein dürften und ein bisschen zuschauen dürften. Der Mönch war sofort so, ja klar, kein Problem, hat zugestimmt. Und als der Mann dann kam, hat der Mönch den Mann natürlich auch nochmal gefragt. Der Mann war ein bisschen verwirrt und verwundert, was wir da so machen, wer wir sind. Aber er hat dann auch gesagt, ja, kein Problem, macht ruhig. Und es war für ihn auch in Ordnung. Der Mönch hat dem Mann dann eine Art Prozedur mit einer Schale erklärt. Und ich weiß noch, dass ich super fasziniert war, wie viele kleine Schritte und Handbewegungen es gab, die auch 100% richtig sitzen mussten. Jetzt im Nachhinein, wenn ich aber auch an die Teezeremonie denke, dann merke ich auch, dass sich das dort auch sehr widerspiegelt. Und damals war das aber so, da habe ich noch nicht Teezeremonie gelernt und war super fasziniert davon, wie kleinteilig das sein kann. Insgesamt haben wir, glaube ich, alle nicht so super viel verstanden, weil wir alle erst so 2, 3 Monate in Japan waren. Aber es war einfach mega spannend, weil uns allen auch super bewusst war, dass das was ist, was nicht unbedingt jeder zu sehen bekommt und es ein mega glücklicher Zufall für uns war. Ich weiß noch, dass ich so einen Moment hatte, wo ich mich geärgert habe, dass ich die Kamera nicht mitgenommen habe. Aber ich weiß auch, dass ich das Ganze eh nicht gefilmt hätte, da ich eben nie versucht habe, so einzelne Leute immer so krass in den Fokus zu rücken. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie lang diese Übung ging, die die beiden gemacht haben, aber anhand der Zeitstempel der 2 Bilder, die ich tatsächlich gemacht habe, kann ich so ein bisschen erahnen, dass es nicht viel länger als 1 Stunde gewesen sein kann. Und danach hat sich der Mönch dann noch mal ein bisschen mit uns unterhalten und dann sagte er ganz plötzlich, wollt ihr was Süßes haben? Und wir so, ja, wieso nicht? Und dann holte er aus der Ecke vom Altar ein riesiges Paket an Göttergaben hervor und meinte so, hier, bitteschön. Und wir so, okay, krass, können wir das annehmen? Und er so,
ja, nehmt ruhig, ich habe mehr als genug davon und streichelte so ein bisschen seinen nicht ganz so kleinen Bauch und wir waren so übelst überwältigt, weil es einfach ein riesiges Paket war mit ganz vielen japanischen Süßigkeiten, mit Manju und Senbei und sonstigen Dingen, also es war total verrückt, jeder von uns hatte da dann mehr als genug und wir waren 4 Personen. Und das war die Geschichte, wie wir Göttergaben an einem Tempel geschenkt bekommen haben. Super zufällig und super absurd eigentlich, wenn man darüber nachdenkt und nichts, was ich je erwartet hätte zu erleben, als ich nach Japan gegangen bin. Dass die Abstimmung in der Infokarte ja leider nicht mehr gibt, machen wir das ab jetzt unten in den Kommentaren. Also scrollt nach unten und stimmt ab, welche der beiden folgenden Geschichten ich euch nächstes Mal erzählen soll. Erstens, wie wir europäischen Wein in Japan verkostet haben und zweitens, One Piece Fans gibt's in jedem Alter. Falls ihr die bisherigen Folgen noch nicht geschaut habt, dann verlinke ich euch hier mal die ganze Playlist und hier ein random anderes Video. Much appreciation für alle, die bis hierhin zugeschaut haben und wir sehen uns in meinem nächsten Video.